Ist es jetzt an? Ich glaube, es läuft, oder? Ja, Rick. Okay. Genau, Digga. Also, was war die erste Frage nochmal? Die erste Frage, wie sind wir dazu gekommen, Hip-Hop zu machen? Ich fange erst klein diesem Game an. Ich bin behindert, doch dieser Track sprengt alle Fesseln. Und, oder wie du dazu gekommen bist, vor allem Hip-Hop zu machen und was dir so gut daran gefällt. Also Hip-Hop mache ich deswegen, weil das die Sprache der Jugend ist. Weil es da sehr viele Rapper, also es gibt auch sehr viele Rapper, die das machen und so. Das ist einfach ein cooles Zeug ist. Und dass einfach die Leute Spaß haben an Musik und dass das auch die Sprache der Jugend ist. Das sind die Leute, die sich darauf angesprochen fühlen. Auch wenn jetzt manche Leute da draußen es gibt, die nicht so gerne Hip-Hop mögen, macht es einfach uns beiden sehr viel Spaß, oder Digga? Voll. Und ich habe auch seit meiner Jugend schon Hip-Hop gehört und war immer schon Hip-Hop-Fan. Und als ich dann den Ogma getroffen habe, war das einfach wie die Faust aufs Auge. Kann man so sagen. Und hat auch genauso weh getan. Gut, wir dürfen das Video auch hier nicht zu lang machen, weil sonst kann man sich was aufstellen. Stimmt. Also machen wir jetzt mal die nächste Frage. Ich scheiß mal, ob das funktioniert hat. Kopf ab, hey! Der Kopf ist ab, dein Kopf ist ab, was geht ab da? Also die nächste Frage war... Die nächste Frage war, ob wir Kontakt zu einem Rapper haben. Genau. Ich hab sie geliebt wie das Licht, doch sie liebte mich nicht. Hab sie geliebt wie das Licht. Oder? Genau, in der Wiener Szene oder nicht? In der Wiener Szene und so. Genau. In der Wiener Szene eher, glaube ich, eher weniger, oder? Digga. In der Wiener Szene nicht so viel. AG Wirklich, mit dem machen wir vielleicht bald mal ein Featuring. Mhm. Der ist sehr bekannt und Aaron Tromba, mit der Kinder haben wir Kontakt zum Beispiel. Genau. Dann haben wir über Merz Records. Über Merz Records haben wir einige Kontakte und so. Genau, da gibt es das Medium. Das Medium MTS und solche Sachen. Die, genau, ganze Freestyle Connection. Genau, und durch die Szene Wien haben wir auch Kontakt zu MC René gefunden eigentlich. Genau, MC René. Ziemliches Idol von mir, ein deutscher Rapper, der ganz, ganz früh dabei war. Mhm. Aber eine Band darf man ja nicht vergessen eigentlich, mit denen wir Kontakt haben, das ist die Frittenbude. Genau, und Stresi Streuner ist da. Genau. wir machen auch Musik mit Leuten, die noch nie Rap-Musik gemacht haben. Genau. Wir machen nämlich auch so, dass wir Leute haben auch, die Leute halt, die halt nicht so in der Rap-Genre zu sehen sind. Die sind auf unseren Alben drauf. Da gibt es genau. Zum Beispiel Musiker wie Just Edge Pop und auf dem alten Album sind auch noch ein paar drauf. Genau. Lukas Ditami, Christoph Huber Huber, ein paar Featurings einfach. Genau, und auf dem neuen sind da zum Beispiel drauf, wie zum Beispiel Sepultura, der Tanzverein Ich bin okay. Dann haben wir auch noch den Stevo. Why do I have to be Stevo? Stevo, ja, Rapper. Auch Rapper. Dann haben wir noch meine Verlobte da drauf, die Johanna Ortmeier. So ist das mit uns. So ist das mit uns. Dann haben wir auch noch die Christine Bachler, den Aaron Thoma. Ist drauf. Station 17. Und was wir auf jeden Fall sagen müssen, wir haben auch Kontakt, nämlich wir sind auch auf einer Sampler drauf. Richtig. Nämlich auf diesen hier, bei Audio Lead Records, haben wir eine Nummer gemacht, ich glaube die Nummer heißt Audio Lead hab dich so lieb. Doch das gefällt den Ordner-Fans leider nicht. Audio Lead, ich hab dich so lieb und das schon seit 10 Jahren. Wir sind alle in Audio Lead, wow.
Und da haben wir einige tolle Sachen schon gemacht. Oder, Digga? Genau. Ja. Ja. Nächste Frage. Schon mal gedisst worden? Was ist eigentlich dissen, Digga? Dissen ist jemand schief anreden, jemand sagen, so, du bist der. Also meistens bin ich jemand, der die Leute disst, oder? Stimmt. Also eigentlich werden alle vom Orkma gedisst, er ist noch nie gedisst worden. Also ich bin noch nie gedisst worden, bis jetzt noch nie. So richtig gedisst, bis jetzt hat sich noch keiner getraut, weil ich immer so ein freches Mundwerk habe und weil ich immer ständig immer wieder, wenn ich immer das letzte Wort haben möchte. Darum traut sich mich niemand zu dissen. Stimmt. Und wer sich traut, einen Orkma zu dissen, wissen, bitte. Der kriegt immer die scharfe Zunge von mir zurück. Genau. Ja, gibt's sonst noch was, würde ich sagen? Genau, wir haben einen Beitrag jetzt gehabt, jetzt bei ORF, oder? Stimmt, ja, wir waren im Fernsehen, das kommt wir jetzt wir kommen ins Fernsehen, nämlich zu ORF 2. ORF 2, zu ja. Heute Leben. Beim ersten Video habe ich gesagt, das ist eigentlich wie in heute, da habe ich mich leider versprochen. Deswegen, der Beitrag heißt Heute Leben bei ORF 2. Und dann werden wir beide, hier zwei und auch die Johanna, sieht man dann in ORF 2, oder, Digga? Richtig. Ja. Und wir müssen auch noch dazu sagen, wir arbeiten am dritten Studioalbum. Stimmt. Oder, Digga? Genau. Das tun wir. Und das wird ziemlich gut, wahrscheinlich. Wir haben auch schon den Namen des dritten Albums, das heißt Willkommen in Orkmaland. So viel kann ich jetzt schon verraten. Und das sind sehr, sehr heiße Sachen in Planung. Mhm. Aber ja. wir wollen ja die Fragen wahrscheinlich heute noch stellen, oder? Genau. Also, jetzt mal zur Abwechslung kommt jetzt einmal ein bisschen Live-Musik mit rein von Bobby Duda. Naja, ich habe gedacht, du rappst ein bisschen. Ach so, ich soll was rappen. Die nächste Frage ist, Okma, schreibst du deine Texte auf oder fallen dir die spontan ein? Okay, dann machen wir mal ein Beat dazu. Okay, los geht's. Ja, Okma, hab die Frage gestellt. Schreibe ich meine Texte selbst oder steht die spontan? Jetzt gerade momentan. Ja, ich rappe gerade darüber, wie es so ist. Als Rapper zu sein, also wie auch mal bei Lux zu sein. Ich sage euch, meine Texte stehen spontan. Und manchmal ist es auch so, dass meine Texte auch nicht schreibe. Mit Zettel drauf und groß geschrieben. Denn alle meine Texte schreibe ich selbst. Aber manche Texte stehen auch selbst. Auf dem dritten Album wird es nämlich auf meinem dritten Album jetzt ganz neu. Mit alles neu gemischt. Das werden meine Texte von Duda geschrieben und von meiner verlobten Johanna auch. Jetzt wisst ihr es. Genau. wir bräuchten März Records Shirts. Leute, wenn ihr das Video seht, wir brauchen unbedingt März Records T-Shirts. Genau, wir haben keine T-Shirts. Wir haben März keine T-Shirts mehr. Wir brauchen T-Shirts. Wir brauchen aber auch unbedingt neue Frittenbude-Album. Und das neue Audio T-Shirt. Shirts und Fritten-T-Shirts. Alles müssen wir. Alles brauchen wir neu. Jetzt gehen wir mal weiter mit den Fragen. Ich habe hier Fragen sind da vorne. Ah ja, das sind die Fragen. Oh, da kann man sich schauen, wie man ausschaut. Ich weiß nicht. Die Frisur sitzt. Also bei dir kann er nicht viel sitzen. Okay. Dann machen wir uns noch die Lampe so her. Ui. Wir haben eh schon zu viel Scheinwerfer. Da bin ich noch blind, Mann. So. So ist cool. Wenn du meinst. Was bedeuten eure Namen und wie seid ihr darauf gekommen? Wie sind wir auf Okma Relups gekommen eigentlich, Digga? Also Relups habe ich schon immer geheißen. Seit 2001 habe ich den Pseudonym Relups und das muss man rückwärts lesen, dann heißt Spuler. Und das ist ein. Und Spuler heißt auch in einer anderen Sprache Schwuler. Aber das ist eine andere Geschichte. Das stimmt nicht. Spuler, wenn man rückwärts liest. Warte mal. Spuler ist Relups rückwärts gelesen. Ein Spuler kommt aus dem niederbayerischen Slangbegriff, wo ich herkomme, und das heißt so viel wie ein Film schieben oder ein kreativ. Ein Film schieben oder ein Duder schieben oder ich weiß nicht was schieben. Bla bla bla. Okay, was heißt Okma?
Ogma heißt, okay, Markus. Ogma habe ich mir gedacht, deswegen, weil ich mir halt gedacht habe, ich möchte es nicht ständig lesen, Markus macht dies, Markus macht jenes. Da habe ich mir gedacht, Animal macht das ja auch. Er hat sich ja, heißt eigentlich im bürgerlichen Namen Marshall Mathers, hat sich aber den Pseudonym Animal überlegt. Ja. Und deswegen Ogma. Okay. Wie viele Minuten haben wir schon gesprochen? 8 Minuten. Verdammt, das geht noch. Boah, wie reagieren die Leute auf euch, wenn ihr auf der Bühne steht? Also wie, boah, also bei mir meistens sehr positiv, oder? Ja, also das ist sehr polarisierend, sage ich immer, weil es gibt ein paar Leute, die feiern das voll ab und schreien, Ogma, 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 wir wollen mehr und so. Und es gibt auch Leute, die gehen weg und sagen, hä, was ist denn das und so. Ja, ja. Es gibt auch Leute, die sagen, Hip-Hop ist so scheiße von euch. Also, es gibt auch einige, die sagen, Hip-Hop ist gar nicht unser Ding, wir wollen lieber andere Musik, wir wollen nicht so Sordo-Menschen, die ständig lauter Hip-Hop-Parolen schieben und solche Sachen. Ja. Also, sie sind immer sehr unterschiedlich, das kann man schwer beantworten. Sehr unterschiedlich, das stimmt. Wie nah willst du uns denn noch haben, Mann? Ich weiß auch nicht, ich mag wieder einen Szenewechsel machen. Oh! Du und deine Zähne! Dann machen wir noch einmal so, von oben. Hallo, hier bin ich von oben. Also, die letzte Frage. Okay, die nächste Frage. Was? Ups, jetzt hab ich drauf gespuckt. Ich hoffe nicht aufs Handy. Doch. So. Wie eklig bist du, Mann? Die letzte Frage ist, was haben wir in Zukunft vor? Die Zukunft. Warte mal, haben nicht jemand gefragt, wie wir haben wir schon geteased worden sind, oder haben wir die Frage schon beantwortet? Die haben wir schon beantwortet. Okay, gut. Also die Zukunft, die steht in den Sternen geschrieben. Also, da oben. Das steht überhaupt nicht. Au. Muss ich dazu sagen, und zwar aus dem Grund. Warum? Weil auch unsere Lösung immer wieder neue Sachen haben, die sich überlegt werden und die einfach geil sind und die Leute das einfach immer abfeiern mit uns. Stimmt. Hey, du musst in die Kamera reden, Digga. Also ich muss in die Kamera reden. Also nochmal, ja, wir planen auf jeden Fall ein drittes Album. Also wir planen auf jeden Fall ein drittes Album, wie schon gesagt. Und das wird ziemlich fett. Das wird ziemlich fett werden, dann wird es auch, noch was? Also, da ist die Kamera. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Da muss man reinschauen. Da müssen wir reinschauen. Ja, also gut, wir planen ein drittes Album. Also wir planen ein drittes Album. Und das wird auf jeden Fall... Das wird auf jeden Fall sehr, sehr fett werden. Sehr fett werden. Und es kommt auch ein neuer Auftritt von uns wieder. Ja. Im Irrlicht. Im Irrlicht spielen wir jetzt dann, in Wien. Mhm. In Wien, genau. Und wir haben auch vor, eigentlich nach Deutschland zu kommen und unser neues Album zu präsentieren. Genau, und eigentlich wären wir auch echt saugern mal in der Steiermark. Wir würden gerne überall gerne spielen, egal wo. Stimmt. Oder, Digga? Stimmt. Weil wir sind so, uns ist es einfach so, dass wir immer gern uns so einladen lassen. Und wir spielen gerne auf der Straße, wir spielen sau gerne bei Behinderteneinrichtungen, in WGs. Wir spielen einfach überall gerne. Also wenn uns die Leute hören wollen, sind wir gerne genau. Ort und Stille. Sie müssen nur lieb zu uns sein und uns voll verwöhnen. Genau. Im Schatten. Dann passt alles. Okay, Digga, das war's, oder? Ich würde sagen, das war's, oder? Also in diesem Sinne, see you later. See you later. Und an alle Ogma-Fans, bitte kauft unser neues Album Multikulti. Auf jeden Fall kaufen. Auf jeden Fall kaufen. Multikulti. Genau, das Album kaufen, Leute. Aber jeder weiß, der DJ macht dich alle heiß. Hey Ladies, ich bring euch zu tanzen und zu schwitzen. Und das die ganze Nacht hindurch. Der Beat geht richtig ab und die Boxen werden richtig laut. Da kommt schon schnell mal alle Ogma, Ogma, Ogma. Ogma kommt mit dem Monster, Bass, Bass.